Bitte schön, was für eine Platte möchten Sie gerne hören? Etwas Modernes oder etwas Klassisches? Etwas Klassisches. Die lustigen Weiber, aber natürlich haben sämtliche Weiber am Lager, nur werden sie nicht einzeln, sondern immer nur in drei Teilen abgegeben. Das ist nicht das Richtige? So, etwas Ernstes. Ja, da hätten wir also hier Rasch tritt der Tod den Menschen an, gesungen vom Vereinigten Ärztechor. Ist auch nicht das Richtige? Dann nehmen Sie vielleicht hier, Einsam bin ich nicht alleine, mit Klavierbegleitung. Ich bin Schallplattenverkäufer, wie Sie sehen. Oh, Verzeihung, denn Sie sehen mich leider nicht. Ich kling bloß aus dem Trichter, kommen Sie etwas dichter und hören Sie, wie mein Leid zu Ihnen spricht. Ich bin schwer geplagt von manchem Plattenkunden, fragt ich, was er gern für eine Platte hätte. Hat sein Titel unterdessen und die Melodie vergessen, er weiß nur, es war ein rundes Etikett. Und was gibt's für Wünsche, einer will unbedingt ne Platte, wo die Waldorf-Koloraturen singt, einer möchte Refrain des St. Wagners Ring und einer von den Philharmonikern einen hübschen Swing und einer möchte aus der Oper, wo der Schwan vorkommt, den Schlager. Die Liebe vom Zigeuner stammt, nur erfüllen sie diese Wünsche allesamt. Ach, ein armer Schallplattenverkäufer hat es manchmal mehr als schwer. Ich würd sicher noch zum Säufer, wenn ich nicht schon einer wär. Denn bei mir, da dreht sich sage und schreibe alles nur um eine kleine Scheibe. Bitte schön, die Mühle im Schwarzwald, aber natürlich, bei uns klappert die Mühle am rauschenden Kernbach. Bitte schön, Sie möchten? Franz Völker, natürlich, das ist auch hier unten. Und Sie, bitteschön, Hans Bund. Nein, das ist oben im ersten Stock. Was möchten Sie, bitteschön? Ach, Sie möchten Völker und Bund zusammen auf einer Platte? Nein, Völker-Bund-Platten führen wir nicht. Heute kam aufgeregt ein Mann in meinen Laden. Rasch eine Schallplatte für meine Tante her. Klassisch Oper oder Jazz, sitzt egal, ist für die Katz. Soll ein Geschenk sein und die Dame hört sehr schwer. Doch es kommt auch jeden Tag ein schönes Mädchen. Die will alles hören, sei's Lommel oder Liszt. Und ich bin ganz aus dem Häuschen, wenn sie mir in dem Kabäuschen sozusagen schallplatonisch hörig ist. Sie sagte mir mal unter Diskretion, ich spiel wie ein Mozart-Grammophon. Und sie wolle von mir, wenn sie's recht überlege, nur ein bisschen Liebe mit singender Säge. Und da merkte ich, sie hat nur die Platten gern und nicht die Stimme ihres Herrn. Werden Sie niemals Schallplattenverkäufer, das ist eine harte Nuss. Ich bedien die Kunden voller Eifer und bin selbst bedient am Schluss. Was dem einen nützt zum Zeitvertreibe, das ist für mich Armen nichts als Schei, nichts als Schei, nichts als Schei, nichts als Schei, nichts als Schei. Und wenn Sie mal wieder etwas brauchen sollten?